Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von der Bäckerei Lange, der Stadt Geseke, der Firma Moltec, der Dienstleistungsgruppe Salzkotten, von Innogy, Rewe und der Kaffeerösterei Benzlips. Die Ortstafel, gelb, schwarze Umrandung, Name der Ortschaft, die hier beginnt, also Salzkotten, Kreis Paderborn, kurz und bündig. Ortswechsel, Meppen an der Ems, nach ihrem Quellgebiet bei Hövelhof nur ein Rinnsal. In ihrem Mittellauf wird die Ems zum prägenden Faktor der Landschaft und mittendrin die Stadt Meppen. 35.000 Einwohner zählt der Verwaltungssitz des Landkreises Emsland. An den Stadtgrenzen auch hier die Ortstafeln, Richtzeichen 310. Soweit, so gut, auf den ersten Blick. Mit dem zweiten sieht man ja bekanntlich besser. Die Ortstafel trägt einen Zusatz, der es in sich hat. Refugees welcome, Flüchtlinge sind willkommen. Eine Ortstafel mit einem solchen Zusatz dürfte es in der Bundesrepublik kaum noch einmal geben. Doch die Stadt Meppen hat Ortstafeln mit diesem Zusatz nie beschlossen, wurde auf Nachfrage erklärt. Offenbar wurde der Zusatz von Aktivisten der Flüchtlingshilfe angebracht. Ortstafeln als Politmessenger für die eigene Sache zu vereinnahmen, schadet der eigenen Sache mehr, als sie nutzt. Unterzeilen oder Zusätze auf Ortstafeln sieht man immer häufiger, wie Hinweise auf historische oder geografische Besonderheiten der jeweiligen Stadt. Dabei sollte man es dann aber auch bewenden lassen. Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von der Stadt Salzkotten, der Apotheke am Salinenhof und der Ratsapotheke im Heda Center, der Firma MIG, der Volksbank Brilon-Büren Salzkotten, von KD Fliesentechnik, dem Schuhhaus Seanschuk und dem Einrichtungshaus Nick.